Einen schönen Sonntag wünscht euch der Callcenter-Crasher. Der erste Anruf heute wird von meinem Scambaiter-Kollegen Scamhater Jim geführt. Leider startet die Aufnahme nicht direkt am Anfang, aber ihr hört selbst, dass es sich um Betrug handelt. Wie immer weiß die Betrüger-Tussi auf genaue Fragen keine Antwort und verstrickt sich in Widersprüche. Danach kommen noch einige Anrufe von mir und nun viel Spaß mit dem ersten Anruf, der nach dem Intro startet. Robotersystem oder Manöversystem und auch über alle Kryptowährungen, Aktien oder neue Nachrichten informieren. Ja, dann können Sie noch besser entscheiden, wie oder womit können Sie investieren, zum Beispiel was können Sie kaufen oder verkaufen. Oder wenn Sie brauchen Hilfe, Sie können natürlich auch zusammen reden oder arbeiten, sagen wir. Oder wenn Sie brauchen Hilfe, Sie können nochmal einen Termin vereinbaren. So, aber so, also Sie müssen selber entscheiden, ja, wie möchten Sie das weitermachen, also. Ja, also nie lang schnacken, Geld überweisen und Geld knacken, würde ich sagen. Das wär mein Ding. Für Anfang nur, also Sie brauchen nur einmal 250 Euro einzahlen und dann können Sie sofort anfangen zu investieren, ja. Na, dann sind wir doch gut dabei. Wie gesagt, also jetzt möchten Sie Ihre Konto aktivieren, oder? Für diese Startung, wir haben zwei Zahlungsmethoden, entweder mit Kreditkarte oder per Überweisung. Wie würden Sie das tätigen? Wen Sie möchten Ihre Konto aktivieren? Natürlich. Also selbstverständlich per Banküberweisung. Ne? Wir bleiben auf den, wie sagt die Jugend, Oldschool-Gebiet. Okay, also ich werde Ihnen die Bankdaten senden per E-Mail. Sie können ganz einfach Ihre Überweisung tätigen. Aber danach bitte schicken Sie mir nur einen Zahlungsbeleg. Ich brauche einen Zahlungsbeleg. Also Sie können ganz einfach einen Screenshot machen, ja, weil ich muss wieder zur Finanzabteilung weiterleiten und dann werden Ihre Konto aktivieren, ja, freischalten. Das mache ich gerne. Dann müssen wir nochmal einen Termin vereinbaren für weitere Informationen, ja. Soll ich jetzt auflegen oder jetzt können Sie kurz warten? Haben Sie Zeit? Genau, ich werde dafür warten, wir einfach ganz kurz, bis Sie mir die Bankdaten geschickt haben und dann machen wir das. Überweise ich dann live dann mit Ihnen die, mache ich dann mit Ihnen die Überweisung fertig, ne? Okay, jetzt, okay, danke schön. Also ich werde zur Finanzabteilung weiterleiten. Können Sie kurz warten, ja? Selbstverständlich kann ich warten. Dankeschön. Gerne. So. Wie war Ihr Name nochmal eigentlich? Ich habe es wieder total vergessen, das Ganze. Irgendwas mit Adams, glaube ich, oder nicht? War schon nicht mehr. Ja, Anna Walker, oder wie war das? Naja, oder auch gar nicht. Oh, ja. Hallo, ist noch jemand in der Leitung? Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich vorbereite das E-Mail für Sie. Ach so, okay. Jetzt hören ich dachte, Sie mich? Ja, ich dachte, die Verbindung wäre wieder abgebrochen. Ja, der Leitung. Nee. Also, ich vorbereite jetzt E-Mail für Sie. Jetzt fertig. Jetzt gerade, also kontrolliere es nochmal. Ich schaue jetzt Ihren Nachname. Kurz Moment. Mein Nachname? Also Metzeninger, ja? Metzeninger, okay. Genau, Metzeninger. Gleich nach der Metzeninger Wurst benannt. Kennen Sie die? Die Metzeninger Stadtwurst? Wie bitte? Die Metzeninger Stadtwurst aus Metzeningenhausen. Kennen Sie die? Nee, leider. Mein Nachname heißt genau wie die Metzeninger. Wie die Stadtwurst aus Metzeningenhausen. Metzeninger, aha, ja. Metzeninger. Ja. Okay, ja. Metzeninger, genau. Metzeninger.
So, jetzt heute 12. Gibt's überhaupt? Jetzt sende ich Ihnen gerade, ja? So, habe ich Ihnen gesendet? Können Sie jetzt Ihre E-Mail kontrollieren, bitte? Ja, Das ging mithören. aber fix diesmal. Ja, richtig Jetzt fix. soll ich auflegen oder also jetzt können Sie Ihre Überweisung tätigen oder Ach nee, das müssen war Sie auflegen? ja. Also Von nach. welcher Webseite haben Sie noch mal hier mir geschrieben? Also jetzt habe ich Ihnen E-Mail gesendet. Ja, ah, das. Haben Sie Ah, und meine jetzt E-Mail kommt die. Oh, erhalten? ey, das ist ja Timing gewesen hier. Mein, das ging aber schnell. Das ging Also. richtig schnell. So, gucken wir mal ganz kurz nach. Hallo, Herr Mettinger, die gewünschten ein Espanyalo-Konto, ist das richtig? Genau. Haben Sie nicht ein deutsches Konto, wo ich überweisen kann? So, also Herr Mettlinger, also wir sind eine internationale Online-Investitionsplattform, ja. Deswegen Ja. wir arbeiten mit verschiedenen Banken zusammen auf der ganzen Welt. Also Aha. auch wir arbeiten normalerweise auch mit Deutschen Bank, aber heute leider geht nicht. Also leider Ausgerechnet geht heute. nicht. Also genau. Also jeden Tag arbeiten wir mit verschiedenen Banken zusammen, ja. Deswegen. Aber wenn geht nicht für Sie, also Sie können auch mit Kreditkarte einzahlen, wie Sie möchten. Nee, wenn, dann möchte ich schon gerne mit einer deutschen Bank überweisen. Okay, dann, also Sie müssen ein bisschen warten, ja. Also, oder wen geht für Sie? Also normalerweise, wir arbeiten jeden Tag so mit Kunden, also die tätigen auch Überweisung, also so, ja, Herr Metterlinger. Ich habe jetzt nicht verstanden, was Sie gesagt haben, aber ja. Aha, Sie möchten mit Deutschen Bank, oder? Ich will mit Mit einer Deutschen deutschen Bank. Bank, rein deutschen Bank, genau. Genau, aber jetzt leider geht nicht, also für Oh. Sie, also unsere Finanzabteilung hat mir so die Bankdaten geschrieben, Oh. heute oder diese Woche, wir arbeiten mit diesen Banken. Ja, okay. Und aus welchem Land sind dann Sie, wenn Sie mir eine spanische Bank anbieten? Also, einen Moment. Welche Bank? Genau. Spanische Bank haben Sie mir geschickt. Dann kommen Sie ja wahrscheinlich auch aus Ja. Spanien dann, oder Spanische was? Intellivision EOOD. Ja, Genau. Und Sie? Sie kommen auch aus Easy Spanien, oder wie? Payment and Finance. Nee, also wir arbeiten als Callcenter, wissen Sie. Aha. Normalerweise unser Hauptsitz ist in England, aber wir haben mit vielen Unternehmen in auch Deutschland, Österreich, Schweiz, Polen, also Und zum Beispiel Frankreich, auch ja. Slowenien, oder? Aber jetzt zum Beispiel, ich bin normalerweise jetzt in Heilbronn, in Deutschland, ja, aber unsere Finanzabteilung ist in England. So, wir So, arbeiten deswegen als rufen Sie mich aus Callcenter. Slowenien an mit plus 4,2, oder? Nee. Nee? Sie sind Nee, ganz nee. einfach Servicenummern. Ach, die Servicenummern. Service-Nummer aus Verstehen Sie das so? Slowenien. Ich weiß nicht, ich sehe auch mit meinen Telefonnummer, ja. Wir arbeiten als Callcenter, deswegen, Ja. die sind ganz einfach Servicenummern, Herr Ach, Metterlinger. und wie kann ich das verstehen, so eine Service-Nummer? Sie wissen ja, ich bin ja kein IT-Spezialist. Ich werde mich da jetzt sicherlich nicht damit auskennen und werde auch gerade nicht nachgeschaut haben, was plus 4,2 für eine Ländervorwahl ist. Aber Sie können es ja mir kurz erklären, wie das mit der Service-Nummer abläuft. Also, wie ich gesagt habe, wir arbeiten als Callcenter. Callcenter, verstehen Sie mich? Wissen Sie? Ich weiß, was ein Callcenter ist. Da, wo Sie arbeiten und Ihr Geld dadurch verdienen könnten, aber da Sie kaum Datensätze haben, rufen Sie jetzt mich Wir an. benutzen Service-Nummern, ja, Herr Metteninger. Und das Service-Nummern bedeutet, dass das keine Also, echten Rufnummern sind, die ich nicht Sie wieder sind. zurückrufen kann. Genau, also Sie können nicht Ah. also, zurück anrufen, aber Sie können unsere Hauptsitznummer anrufen auf der Genau, das nennt sich Webseite. Sie können Nummer-Spoofing, das ne? Es ist gar finden. nicht erlaubt, aber das ist das Verboten, nämlich Nummer-Spoofing. Das, was Sie machen. Also auf der Webseite können Sie unsere Hauptsitznummer finden, ja, Herr Ja, aber wissen Metterlinger? Sie, wenn mich jetzt eine Nummer anruft mit 110, ja, und es ist nicht mal die Polizei dann dran, dann hat er ja die Nummer gefälscht und somit ist das eine Straftat, die man damit begeht. Herr Metterlinger, echt, Dann. also ich weiß auch nicht meine Telefonnummer, ja, also ich arbeite nur ganz einfach als Callcenter, also wir Ja. benutzen
diese Service-Nummern. Also, ja, das ist wir halt, haben Unternehmen. Mhm. Ist ja auch kein Problem, wenn man ein bisschen keine Ahnung davon von der Materie hat und ein bisschen dumm ist, dann muss man sich halt so eine Service-Nummer ausdenken. Kein Problem, nee, ist ja nicht so schlimm. Verstehe ich Sie, aber Sie können natürlich zuerst schlau machen, ja, Herr Mitterninger. Sie müssen nicht also weiter investieren, ja, Sie Doch können schon. Natürlich ich habe noch eine, Sie sind ja, mhm. aus welcher, also wo ist Ihr Hauptsitz? In England haben Sie gemeint, ja? In England, genau. Genau, dann werden Sie auch reguliert. Wer reguliert Sie denn dann? Genau, also ich kann Ihnen auch unsere Regulierungsnummer senden. Also Sie können sagen auch Sie die mal kontrollieren. Sagen Sie die mal bitte vor. Genau, vier, ich würde jetzt mal kurz eingeben, wenn es okay ist. Natürlich, ich kann Ihnen auch per E-Mail senden, ja, diese Webseite. Können Sie mir jetzt sagen, ich bin hier gerade parat zum Schreiben. 4, 7, ja. 4, 7, 8, 6, 4. 6, 4. Also wir sind von der FSCA zugelassen, ja, und haben FSCA. FSCA, Sie können auch kontrollieren. Also können Sie also das Buch vorbuchstabieren, bitte? FSCA oder was? Also Frederik, Susi, Carlos und Anton. Genau, Also Financial Sector Conduct Authority, ist es richtig? Also nochmal, F, also wie Frankfurt, sagen wir. Aber in England, pass auf, ich verstehe es, aber FSCA, das ist nicht England, FCA wäre England. Die Webseite ist die offizielle Webseite der FSCA-Organisation, ja? Ja, aber das ist ja nicht England, das ist ja nicht der Hauptsitz aus England. Ja genau, aber das ist ja nicht England, das ist Südafrika. Aber wir haben auch Unternehmen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz. Ja, das ist ja nicht das Problem, aber reguliert werden sie von der FSCA. Also heißt das, dass ihr Hauptsitz dann in Südafrika ist? Genau, Südafrika, ja. Genau, sie Südafrika. Also doch nicht mehr England. Information. Sind wir kurz umgezogen in ein anderes Land? Nein. Unsere Hauptsitz, ich meine unsere zum Beispiel Finanzabteilung, ja, ist in England. Okay, und die wird auch da aber reguliert? Aber Hauptadresse ist Südafrika. Also Sie können auch die offiziellen Informationen auf der Webseite finden. Bitte. Da kann ich ja nur sagen, Taminamina EE, Waka Waka EE. Kennen Sie Shakira? Die hat ein Lied über Südafrika damals gesungen, in der WM. Oder EM war das. Soll ich Ihnen schicken, Herr Metterninger? Also ja, bitte schicken Sie mal. Ich kann Ihnen auch per E-Mail senden. Ja, bitte. Ja. Also kontrollieren Sie es nochmal, überlesen. Also schlau machen und dann, wenn Sie sich entschieden haben, aber ich bin ja schon schlau. Ihre Kontakte wählen. Ja? Also stellen Sie mich gerade für dumm hin, dass ich das nicht verstehe, was Sie meinen. Nee, ich verstehe Sie. Natürlich. Sie okay. haben ein bisschen Angst. Ich sehe nämlich nicht. Ich verstehe Sie ganz genau. Ja, ich sehe nicht. Ich verstehe Sie gar nicht. Ja. Also FSCA natürlich oder FCA. Oder wo werden Sie jetzt denn reguliert? Machen. FSCA oder FCA? FSCA, also auf Deutsch FSCA. FSCA. Ja? Aha. Mhm. Also Südafrika und doch nicht mehr England. Aber, also. Ja, Ihr Hauptsitz ist dann in Südafrika. Also Herr Metterninger, bitte lesen Sie zuerst durch, ja, auf der Webseite. Ich frage Sie persönlich. Also ich meine, ich war schon oft in Simbabwe, das ist ja irgendwo da oben, Sambia, ne? Das ist ja, Südafrika ist ja hier unten bei Ostkap und was gibt's da noch alles für, keine Ahnung, Kimberley oder Postmarsburg, ne? Deutsche Kolonien und so weiter. Kennen Sie ja. Schmitzdriff, Douglas, Jakobsdal, Petrusburg. Hier schreibt auch einen Moment. Wo sind Sie? Wo ist denn dann, also wenn Sie Ihr Hauptsitz in Südafrika ist, können Sie mir dann auch die Straße sagen und die Hausnummer? Das ist hier um ein Hauptquartier handelt. Genau, Headquarter. Diese Adresse, ja. Genau. Ja, und die ist wo? So schreibt hier. Südafrika. Ja, Johannesburg oder was? Oder wo sind Sie denn da? Ich? Ja, wo die. Ich bin jetzt in Deutschland, Heilbronn, kennen Sie. Heilbronn, ja, ist in Slowenien, laut Ihnen, laut plus 4-2. Genau. Nein,
Also bitte schauen Sie nicht an Telefonnummer. Also ich bin jetzt in Heilbronn, Deutschland. Ja. Nee, Stuttgart. Kenne ich. Da bin ich mal vorbeigefahren. Stuttgart ist da, Also wo Opel hergestellt wird, Heilbronn, ne? Neckarsulm, Opel, wie Audi, Porsche. Genau. Porsche. Genau. Alles, was ich mir nicht Also leisten in kann. Heilbronn, ich wohne zum Beispiel in Neckarsulm. Kennen Sie? Neckarsulm. Neckarsulm, genau. Ja, das ist ja ein Zufall. Hauptstraße. Da Marktplatz. kommt keiner her, den ich kenne. Und wo wohnen Sie? Ich? Ja? Ich wohne in der Nähe von, ich weiß nicht, kennen Sie, das würde ich nicht sagen, das ist an der niederländischen Grenze. Grenze? Genau, niederländische Grenze ist das. Also weiß ich, ob die da Hm. was sagt, die Stadt, Rheinland-Pfalz? das Dorf. Also, die wollen wissen, wo genau ich herkomme, oder was? Nee, also ich meine Stadt. Welche Meine Stadt? Stadt. Ach so, ja, das ist. Also, ich kann Ihnen die nichts Größere Okay, sagen. Sie Und müssen mich zwar wäre das fragen. näher bei Utrecht, Rotterdam. Rotterdam da in der Nähe. Ne, Rotterdam. Ist ja schon Niederlande, Rotterdam. verdammt. Ja, bei Antwerpen. Bei Antwerpen. Das ist die flämische Region. Wir sind in Baden-Württemberg, ja. Ah, Baden-Württemberg. Okay, Herr Metzeninger. Also, was möchten Sie Also jetzt machen? in Deutschland Noch ein handeln Sie bisschen ja schlau auch, haben machen. Sie gemeint, oder? Ja, ein bisschen schlau muss ich mich noch machen. In Deutschland handeln Sie ja auch, haben Sie gesagt, ne? Genau. Genau, dann In, sind Sie auch also von der in BaFin Heilbronn. reguliert, oder? Also ich sende Ihnen auch per E-Mail, bitte. Also zuerst kontrollieren, ja. Sa Also sagen die Sie mal die BaFin-Nummer, Webseite bitte. FSCA. Die BaFin-Nummer, Also weil Sie handeln ja auch in Deutschland. welche, was meinen Sie? BaFin-ID. BaFin. Kennen Sie die BaFin? BaFin? Also bitte, also Sie können auf der Webseite die Die Bundesanstalt offizielle für Informationen, ja. Finanzdienstleistungsaufsicht, das ist die BaFin. Und da haben Sie auch eine ID, hundertprozentig, weil Sie auch in Deutschland handeln, haben Sie gesagt. Okay, Herr Metterlinger, ich muss weiter arbeiten, ja. Nein, Also ich muss doch hier auch gucken arbeiten, aber ich brauche doch über noch diese. eine ID. Die BaFin-ID brauche ich doch noch. Also das weiß ich nicht, echt. Das weiß Ach, ich nicht, warum denn? ja. Wissen Also Sie Herr denn das Metterlinger. nicht? Sie kommen doch aus Deutschland. Sie haben doch damit täglich zu tun. Ich wohne in Deutschland, aber das weiß ich echt genau nicht. Also, Was ist Ihre Entschuldigung. Hauptsprache eigentlich? Also, Sie reden schon sehr gut Deutsch, da kann ich jetzt nichts abweifen davon, aber was ist Ihre Hauptsprache? Wo sind Sie gebürtig geboren worden? Normalerweise bin in Deutschland geboren. Natürlich, ich bin nicht Deutsch, ja, aber in Ja, Deutschland geboren, genau. in Bad Okay, und Bettisheim, in was ist Neckarsulm. Ihre. Neckarsulm, genau. Und was ist Ihre Haupt-, also Ihre andere Sprache, weil Sie haben noch einen Das leichten muss ich mediterranen Ihnen nicht Akzent? sagen. Also, Herr Metterlinger, Baroski? bitte. Nee, nee, nee. Slowenisch? Nee. Kroatisch? Ungarn? Na, also Albanien, ja? Oh, Dittenemir! Aber bin ich natürlich in Deutschland geboren, also in Bad Friedrichshain, Neckarsulm. Also, und wenn ich jetzt was sagen würde, sowas in der Art wie, ja, wie kann ich das sagen? Um jetzt nicht ausfällig zu werden, ganz kurze Sekunde, jetzt brauche ich nochmal ganz kurz meine Herr Metterlinger, Kenntnisse. echt, ich muss weiterarbeiten. Ah, ja, Also Schiefscharob. normalerweise, Schiefscharob. das ist Verbot, ja, ich muss nicht so Was? Sache sprechen. Schiefscharnonen? Ist das verboten? Also bitte, bitte, also Schiefscharnonen. verstehen Sie mich. Wenn Sie Ihre Konto aktivieren möchten, bitte kontaktieren Sie mich, ja? Ich Ansonsten, also schicke Ihnen einfach Sie müssen nicht investieren, ja? eine Brieftaube zu und dann können wir das darüber regeln. Okay, wenn Sie möchten, das nicht, natürlich, wir können Ihr Handelskonto stornieren, ja? Also, aber bitte noch zuerst überlegen, schlau machen und dann bitte teilen Sie mir Ihre Entscheidung mit, ja? Okay, ich möchte nicht Ich einzahlen. würde gerne. Also, wenn Sie Ihre Konto aktiviert haben, wenn Sie also Ihre Zahlung getätigt haben, schicken Sie mir einen Zahlungsbeleg, dann wir werden Ihre Konto freischalten. Aber wenn Sie möchten das nicht, bitte sagen Sie mir, ja? Okay, ich möchte das nicht. Also, Sie können per E-Mail kontaktieren, mich kontaktieren, okay? Ich möchte das nicht. Sie möchten das nicht. Nee, Alles klar. weil Sie nicht mit mir Albanisch Okay, Herr gesprochen Metterlinger. haben.
Okay, Herr Metaninger. Dankeschön. Okay, Also ich not wünsche anymore, Ihnen sehr not schönes anymore, Tag. Heide. Jo, not anymore, not anymore. Schönes Tag noch. Gut, Not tschüss. anymore, Heide, Heide. Jo, ciao. Tschüss, mach's gut, ciao. Ja? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Daneri. Ich hoffe, Sie bezüglich Ihr Interesse am Onlinehandel. Sie haben sich registriert, stimmt das? Ja, von welcher Firma rufen Sie an? Ah, Swiss Bitcoin. Da habe ich mich registriert. Wann war Genau. das? Ah, heute? Nee. Gerade jetzt. Nein. Okay, aber haben Sie Ihre Daten gelassen? Mit wem wollen Sie denn sprechen überhaupt? Mit Herr Düster Dirk. Ja, aber ich. Wie heißt Ihre Webseite? Swiss Bitcoin ETF. Also, ich habe mich da heute nicht angemeldet. Aber ich kann ja mal schauen auf Ihrer Webseite. Wie heißt die genau? Wie gesagt, Sie haben sich beim Swiss Bitcoin ETF registriert. Haben Sie heute Ihre Daten gelassen, irgendwo? Das sagte ich doch gerade schon. Haben Sie nicht zugehört? Okay, und vielleicht gestern. Ja, wie heißt Ihre Webseite nochmal? Ich möchte die Frage jetzt nochmal. Habe ich auch schon gesagt, haben Sie nicht gehört? Nein, weil Sie sehr, sehr unklar sprechen. Sie nuscheln sehr. Swiss Bitcoin ETF. Ah ja, okay. Und wen wollten Sie doch bitte nochmal sprechen? Mit Herrn Düster Dirk. Nee. Sind Sie Herr Düster Dirk? Schon, aber ich habe mich nicht bei Swiss Bitcoin irgendwas registriert. Okay, habe ich verstanden. So, dann wünsche ich noch schönen Was Tag. bieten Entschuldigung Sie denn an? für. Was bieten Sie denn an? Es geht um Onlinehandel Ja, und und was die. genau bieten Sie dann an, bitte? Bei uns funktioniert es so, dass Sie haben eine Probewoche Zeit. Das bietet es sehr, sehr kurz. Ich stelle die Frage Ja. noch mal ein bisschen präziser. Was bieten Sie an? Nicht, wie lange die Probezeit ist. Was bieten Sie genau an? Okay, wir haben einen Handelsroboter, der künstliche Intelligenz verwendet. Das haben Sie in der Werbung gesehen, ja? Wie gesagt, ich hatte mich bei Ihnen gar nicht registriert. Das sagte ich jetzt mehrfach. Aber was bieten Sie an? Okay. Das war meine Frage. Wir haben einen Handelsroboter, der handelt automatisch für Sie. So, wie genau arbeitet der Roboter auf dem Finanzmarkt? Er kauft verschiedene Vermögenswerte mit einem niedrigen Preis und dann verkauft die teure. Und der Preisdifferenz, es ist eher Profit. So, ganz einfach. Und Sie können handeln mit der Aktien, Rohstoffen, Währungen, Kryptowährungen und so weiter. Und dann Geld verdienen. Ja, Aktien hört sich interessant an. Okay, gut. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie schon mal getradet? Ich habe schon mal mit Aktien gehandelt, ja. Okay, und wie war das? Erfolgreich. Und haben Sie selber getradet oder mit Ja. jemandem? Selber. Genau. Okay. So, dann, ja, wie gesagt, bei uns haben Sie eine Probewoche Zeit. Ihr Geld wird vorversichert und wir schauen uns, wie das Programm funktioniert. Wer Ja, wenn versichert Sie das mehr wissen, Geld? Sie. Wie bitte? Wer versichert das Geld? Unsere Finanzabteilung. Ja gut, eine Versicherung macht doch im Allgemeinen eine Versicherungsgesellschaft. Welche Gesellschaft versichert Geld auf der Börse?
Das wäre mir komplett neu. Finanziell gesperrt, noch nachfragen. Ja, dann geben Sie mir den mal. Also jetzt kann ich leider nicht das tun. Warum? Er finanziell gesperrt, ruft Sie an nach dem Aktivierung des Handelskontos. Ja, ich werde aber doch mein Handelskonto nicht aktivieren, bevor ich nicht weiß, wie Sie arbeiten, wo Sie sitzen und so weiter. Das muss okay, Ihnen klar sein. Es geht schließlich um Geld. Ja, das verstehe ich schon. Gut. Kann ich Ihnen per E-Mail alles zusenden? Ja, was wollen Sie mir denn zusenden? Bitte was? Alle Dokumente mit dem Vertrag, wissen Sie, und alles. Ja, dann senden Sie mir mal zu. Okay, cool. Ich bleibe dann am Telefon okay, so lange, falls ich noch Fragen habe. Na, alles gut. Ich gut. Alles. Ja, ich bleibe so lange am Telefon. Ich bleibe so lange am Telefon. Der letzte Anrufer war ein Racheanrufer, den wir wohl mächtig geärgert haben, und noch dazu verwechselt er mich mit Freddys alter Ego, Herr Manu. In jedem Fall wird es Rage und es fallen unflätige Worte. Wer dahingehend zart beseitet ist, sollte lieber weghören. Ja. Bist du, ja? Ja. Und? Armana, hast du mich schon vermisst? Ja, genauso wie ein Furunkel am Arsch, genau. Ah, du bist schwul, du denkst über sowas. Ja, ich vermisse aber dich wie ein Furunkel am Arsch oder wie ein Gehirntumor. Ich meine so als Freund. Ich vermisse dich wie ein Gehirntumor. So als Freund, Mann, hast du mich vermisst, aber du bist schwul und du denkst nach was anderes. Wir sind Freunde, seit wann sind wir Freunde? Ah, erinnerst du dich nicht? Nee, seit wann sind wir Freunde? Sag mir doch, seit wann? Seit ich deine Mutter gefickt habe, Mann, erinnerst du dich nicht? Und dann meintest du, oh, du hast die gut geboomt. Ja, das war meine Mutter, genau. Die hat gesagt, der Freund, der kann nicht ficken, weil der so seinen Schwanz hat. Der ist nämlich ein Eselficker. Hermano, sei sie cool jetzt. Ich bin der Freund von deiner Mutter. Sie muss ja nicht so sein. Ja, der Eselficker, hat meine Mutter doch gesagt. Der Eselficker. Ja, deswegen habe ich auch deine Mutter so gut gefickt. Nee, das war ja nicht gut. Du fickst ja sonst nur Esel und Schweine. Nein, Mann, jetzt Schweine deine Mutter. Und Ziegen, nicht mehr Esel und Schweine, jetzt deine Mutter. Nee, dein Schwanz ist doch so klein, du kannst eine Frau gar nicht ficken. Hat meine Mutter gesagt, was heißt, was, so klein. Was heißt klein für dich? 20? Nee, ja, 20 Millimeter, richtig. 20 Millimeter. Aber wieso redest du mit deiner Mutter über Schwanz auf die andere Mann? Ja, weil die sich beschwert hat bei mir. Die hat sich bei mir beschwert, weil dein Schwanz so klein ist. Deswegen die fickt sich immer noch mit mir, dass... Weil nee, das kann sie ja nicht, weil dein Schwanz so klein ist. Dein Schwanz ist so klein, dass sie gar nicht ficken kann. Ich werde dir ein Foto schicken. Ja, genau, schick mal. Pro WhatsApp. Ich schwöre. Ja, ich schwöre. Wenn du schwörst, dann ist es so, als wenn die Hölle einfriert. Du weißt das ja. Du bist schlau. Schlau Esel, die ich gefickt habe. Ohne Spaß, dein Schwanz ist komm. So klein, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie du mich gefickt hast. Weil dein Schwanz so klein ist. Wir werden auf der Punkt sein jetzt, Hermanos. Was bitte? Ich vermisse deine Mutter, Mann. Ja, selber wo schuld. Die ist selber schuld. Ich denke, die ist bei dir. Nein, Mann, seit langem, wir haben keinen Kontakt mehr, weil ich habe deine, jetzt doch deine nicht mehr. Tochter gefickt und die ist meine nicht-vorhandene Tochter hast du gefickt? Mhm, okay. Ich habe deine Tante gefickt danach und die... Ach, die Tante ist auch noch? Und wen noch? Ganz Deutschland bestimmt, ne? Du hast ganz Deutschland gefickt, ne? Nein, nur deine Tante und deine Mutter. Gar nichts mit Deutschland, Mann. Ja, und die Tochter hast du doch gesagt, die gar nicht vorhanden ist. Und welche Tante meinst du denn? Tante Jürgen oder Tante Herbert? Nicht Tochter, Tante. Tochter habe ich nicht mit Tochter zu tun. Ja, hast du aber gesagt. So, welche Nein, Tante Mann. Meinst du denn? Tante Jürgen oder Tante Herbert? Keiner auf die ist dein Tante, Mann. Hast du vergessen, wie deine Tante hieß, oder was? Ja, ich habe nur diese beiden Tanten.
Tante Jürgen und Tante Herbert. Und du bist keine Schwule. Du stehst auf Männer. Du bist eine Schwule. Eine schwule Eselficker. Und, sie sind sauer, weil ich deine Worte gesagt habe. Sei nicht sauer, Mann. Ich habe sie glücklich gemacht, Mann. Sie hat sich erinnert in Jugendheit. Lern doch mal Deutsch. Du hast ja immer noch nicht Deutsch gelernt. Ich brauche kein Deutsch, um dich zu verarschen, Mann. Ja, du verarschst mich richtig. Und wer hat hier das gute Video? Wer kriegt die Aufrufe? Wer verdient Geld damit? Nicht du. Ich verdiene Geld damit. Ja, ich helfe dir dabei, Mann. Sei ja, ist doch klasse. Froh. Ist doch prima. Danke. Sei doch froh. Ja, bin ich doch. Ich freue mich immer, wenn mich ein Betrüger anruft und nichts anderes zu tun hat und er keine Datensätze hat, um fremde Leute zu betrügen. Da freue ich mich jedes Mal. Ich bin kein Betrüger, Mann. Was natürlich bist Betrüger, du ein Betrüger. Meinen Sie? Natürlich. Wieso Betrüger? Ja, weil du ein Betrüger bist. Mit was habe ich dich betrogen? Mich hast du gar nicht betrogen, aber du betrügst andere Leute. Versuchst es zumindest. Aber woher sollen sie das wissen? Ja, das weiß ich. Wir haben schon so oft telefoniert. Wir haben schon so oft telefoniert. Hä? Sie haben Probleme, Mann. Was? Nee, habe ich nicht. Ja, ich labere die Wahrheit im Gegensatz zu dir. Nur weil sie wollen, dass ihre Video schön sieht. Lern doch mal ein bisschen Deutsch, Mensch. Du hast doch immer noch nichts gelernt. Ich habe so viel gelernt, wie man deine Mutter in Doggy-Style ficken kann. Ach ja, natürlich. Mit einem 2 cm Schwanz mit Doggy-Style. Wie willst du das denn machen? Okay, ich schwöre, dass es wahr ist. Du schwörst? Auf was denn? Auf was schwörst du denn? Auf Allah? Mutter. Auf Allah, ne? Ja. Du schwörst auf Allah. Astaghfirullah, you are gross haram, you are big haram. Ach, jetzt spielst du den Engländer? I can speak English better than you, my friend. Ja, ich spreche gar kein Englisch, richtig, genau. Weil du dumm bist, Dafür spreche ich Deutsch, im Gegensatz zu dir. Du lernst ja Englisch auch nur, du hast ja nicht in der Schule Englisch gehabt. Du, so schlecht sprichst du Englisch. Ich kann Englisch besser als Deutsch, Mann. Was laberst du für einen Scheiß? Ja, das glaube ich. Das glaube ich so unbesehen. Dass du Englisch, du sprichst Deutsch schon schlecht und Englisch sprichst du ein bisschen besser, aber trotzdem immer noch sehr schlecht. Aber trotzdem, du kannst keine andere Sprache, weil du dumm bist, Mann. Ach du, ich kann doch eine ganze Menge mehr Sprachen. Ja, ja, ja. Verstehst du sarkastisch? Ja. Ich spreche sarkastisch. Ja, ich verstehe sarkastisch und ich verstehe ironisch und ich verstehe. Na, ist doch klasse. Ja, Mann. Ja, Mann. Okay, okay, jetzt, wir machen Frieden zusammen. Nee, mit dir, nee. Peace out, Brother, peace out, take care, Mann, chill out. Mit Betrüger mache ich keinen Frieden. Ich werde dich weiter ärgern und nerven. Ich bin doch kein Betrüger. Anrufen. Ich bin doch kein Betrüger, Mann, wie oft soll ich dir das sagen? Dann beweis es doch einmal. Okay, ich werde bewiesen. Okay, aber wie, auf was bin ich Betrüger, auf was? Du bist ein klassischer Trading-Betrüger. Aber wie, was habe ich zu dir gesagt, dass ich ein Betrüger bin? Du wolltest mich in ein Trading reinlocken und ich habe es nicht angenommen, richtig. Was für Trading, ich habe gar nichts über Trading geredet. Nein, natürlich nicht, in diesem Anruf nicht, weil du so genervt von uns bist. Diese Rufnummer wird nur von Betrügern angerufen. Ist extra dazu eingeladen. Sie machen das alles für ihre Video, Mann. Sie sind natürlich. Betrüger. Natürlich, und ich mache das, weil ich nichts gesagt habe. Ja, du kannst mal zuhören, wenn ich dir das erkläre. Okay, Das, ja, dann halt mal den Mund. Ich mache das, um andere Leute dafür zu warten. Du wolltest doch zuhören. Hey Mann, bist du dumm. Und wer ist aufgeregt jetzt? Ich bin nicht aufgeregt. Ich freue mich so, dass ich dich, dummen Betrüger, wieder an der Leitung habe. Ich führe Schlagwort jetzt. Du hast echt keine Datensätze mehr, die du anrufen kannst, ne? Schade. Ich führe alles. Ich habe so viel Geld. Aber ich habe so viel Geld gemacht und ich bin ja, natürlich. Du hast so viel Geld, dass du einem billigen Callcenter arbeitest und keine Datensätze mehr hast und die Leute betrügen willst. Genau. So viel Geld hast du gemacht. Du warst reden über was anderes. Wieso bist du gelassen, weil deiner Gesprochen nicht wichtig ist? Du bist geistig minder bemittelt und du bist ein Minderverdiener. Richtig. Aha, Sie sind ja lustig. Sie wissen gar nichts, Mann, aber mit was habe ich dich betrogen? Ich weiß, dass du ein Betrüger bist. Mit was habe ich dich betrogen, dann, dass ich gesagt habe, dass ich deine Mutter gefickt habe?
Du hast, ach ja, du wirst langweilig. Immer die Sache mit Mutter. Aber nein, ich habe gefragt. Ich mein. Lern doch erstmal Deutsch. Ich habe gefragt, mit was ich dich betrogen habe. Gar nicht, das habe ich dir ja gesagt, aber du hast es versucht. Wie versucht? Ich habe nicht versucht, Mann. Doch, hast du. Ich bin kein Betrüger, Mann. Ich bin ein Wahrer. Ja, dann beweis doch mal, dass du kein Betrüger bist. Ohne Spaß. Nenn mir deine Webseite, für die du anrufst. Okay, ich nenne dir meine Cryptos Market. Ja, gut, okay. Cryptos Market. Dann gehen wir doch mal auf die Seite. Buchstabier mal. Okay, ich werde buchstabieren. Ja, los. Sie sind ein Hurensohn. Ja, du kannst also auch noch nicht mal buchstabieren. Okay. Doch, kann ich buchstabieren, Mann. Ja, aber du tust es nicht. Aber wieso soll aber, ich? Aber wieso sollte ich? Ja, weil du ein Betrüger bist, du kannst nicht beweisen, dass du kein Betrüger bist. Frag deine Mutter, ob ich Betrüger bin. Ah, ja, ja, nicht. Jetzt kommt wieder die Mutter. Du langweilst mich. Du langweilst mich extrem. Oh, sorry, Mann, sorry. Ja, genau. Am besten erschießt du dich, bitte. Dann hättest du der Website einen großen Dienst erwiesen. Hast du jetzt gegoogelt? Ja, hast du jetzt gegoogelt? Nein, ich schwöre auf alles, nein, aber warte kurz. Du schwörst meine auf Website. Alles, genau, du schwörst auf alles, bis die Hölle einfriert, richtig. Jetzt hör mal zu, lässt du mich reden oder nicht? Nee, du laberst doch nur Dünnschiss. Meine Website ist deutschekartoffelpick.com. Ja, du langweilst. Wissen Sie, dass ich neuer Nazi bin? Was du bist, weiß ich. Du bist ein Betrüger. Nein, Mann, ansonsten weißt du nichts. Ich bin neuer Nazi, Mann. Ach ja, natürlich, natürlich. Du bist alles. Aber du bist, vor allem bist du langweilig. Ich will deine Videos in YouTube sehen. Wie heißt deine Website? Ja, kann ich dir gerne sagen. derdummebetrüger.de. Ohne Spaß jetzt, come on. Ja, ohne Spaß jetzt. Du bist der dumme Betrüger. Und die Webseite geht nur über dich. Komm schon jetzt, du schlauer Betrüger. Komm schon jetzt, du dummer Betrüger. Ich werde Subscribe machen, ich schwöre. Ich schwöre, ja. Du schwörst, habe ich dir doch gesagt. Geh doch drauf. Ich werde subscriben. Ja, natürlich. Ja, sag doch. Ich hab's dir doch schon gesagt. Hast du nicht gehört? Komm schon, du. Komm schon, du. Du Alter, Hundesohn. Ach ja, du langweilst mich. Hundesohn, Hurensohn, immer die Mutter, immer dasselbe. Du hast keine Ideen. Du hast überhaupt keine Ideen. Du kannst ja nicht... Ich habe keinen Bock mit dir zu... Ja, dann leg doch auf. Ich will deinen YouTube-Channel wissen. Ja, dann such doch mal. YouTube ist doch groß. Du bist doch so schlau. Okay. Jetzt ich werde nachsuchen. Ich rufe dich gleich an, ja? Ja, tschüss Betrüger. Tschüssi. Tschüss Betrüger. Tschüssi. Tschüss Betrüger. Ey, bleib mal cool, ne? Ey, Alter, krass, bleib mal cool, ey. Schwul. Ein Eselficker. Schwul, alter Schwede. Sie sind ja schwul. Ja, und du bist ein Betrüger. Und mach das besser was? Betrüger als schwul. Nee, besser schwul als Betrüger als ein kriminelles Objekt. Richtig. Gehen dir schon die Worte aus? Nein, ich wollte gar nichts sagen. Ich will dich nur nerven. Ach ja, du, das können wir doch stundenlang weitermachen, gar kein Problem. Jetzt echt? Weil die nichts zu tun haben. Doch, das ist meine Arbeit. Doofe Betrüger ins Internet stellen. Das ist meine Arbeit auch. Bist du verarschen? Haben wir doch Glück, haben wir doch beide was davon. Ja, Mann. Genau. Okay, ohne Spaß. Es tut mir schrecklich leid, dass ich... Ja, natürlich, glaube ich dir sofort. Lass mich ausreden. Warum sollte ich das? Ich glaube dir nicht mal, wenn du mir die Uhrzeit sagst. Selbst das glaube ich dir nicht, weil du bist ein Betrüger.
Ich werde jetzt Hochdeutsch reden und ich werde dir alles erzählen. Das kannst du doch gar nicht. Wo willst du das denn auf einmal herhaben? Okay, Mann, Sie lassen mich nicht reden, Mann. Doch, rede doch. Nein, nein, okay, tschüss, Mann, tschüss. Ja, leg doch auf. Tschüss, Betrüger. So ein klein wenig verwirrt war er ja schon, meint ihr nicht auch? Auch wenn heute Sonntag ist, verzeiht mir bitte meine rustikalen Ausdrücke. Ich gelobe hoch und heilig Besserung. Nun entlasse ich euch in einen schönen Restsonntag und morgen in einen schönen Wochenstart. Ihr hört mich dann am Mittwoch mit einem neuen Video. Tschüss, bis dann. Scammer, Hure, doch ich zieh ihnen den Strauß. Sie wollen meine Infos, doch die Tür bleibt zu. Callcenter Crusher, der Telefonbetrüger-Schmächter. Vergesst das Abo und die Glocke nicht, sonst kommt Crusher auch in dein Gesicht. Oh.